Ja, schön, dass ihr wieder unten seid. Ja. Dann können wir jetzt mal langsam zu den Hopfenkaltschalen. Ja, genau. Nein, wie war das? Biertee, das hast du noch in Dings, das hat irgendeiner unter dem Kommentar auch geschrieben. In Tschechien. Ja, da hast du. Nee, irgendwas ging es um Tee. Tschechischen Tee. Wir trinken jetzt gleich einen tschechischen Tee. Ja. Jetzt geht's gleich los. Temperaturen sind da. Es geht heute nach Burg Feuerstein. Echo Delta Quebec Echo. So, da geht's hin. Da hat der Bayerische Luftsportverband, heißt der, glaube ich, sein Treffen und sein Fly-In. Die haben mich eingeladen und das Schöne ist, der Fritz ist auch da. Delta Mike, Zulu Echo Charlie geht auf die 1 zum Start. Das steht. Fahrt kommt. Danke dir, ich verlasse auch die Frequenz. Bis später. Bis morgen, falls du da bist. Dann würde ich sagen, schönen Flug. Mach mal zwischendurch ein paar Bilder. Aber die Strecke sind wir schon öfter geflogen. Da hinten wird es gleich schön, da wird so wieder so ein weißer Teppich sein. Aber das sind noch ein paar Meter. Okay, die 2.6 ist in Betrieb. Und die letzten 20 Minuten fliege ich jetzt hier unter den Wolken mit nicht einem besonders tollen Abstand gefühlt. Wie hoch ist denn die Wolkenhöhe am Platz? Wolkenhöhe 2500 Fuß. Vielen Dank, Echo Charlie. So Leute, das hängt aber hier drin. Ich hasse den Herbst. Muss das denn jetzt schon Herbst sein? Feuerstein Radio, Delta Mike Zulu, Echo Charlie. Ich habe mitgehört, Piste 2.6. Ich bin noch 8 Minuten westlich des Platzes. Eine Zulu 602, eine Person an Bord von Fettweiß. Peter Mike, Zulu Echo Charlie, verstanden. Das sind schon so Bedingungen, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Naja. Delta Echo Charlie, rechter Gegenanflug, hab die Cessna vor mir in Sicht. Echo Charlie, danke dir. Seht ein, rechts quer, vorausliegende Maschine in Sicht. Kannst du mir nochmal den Wind geben, bitte? Wind aktuell 240 Grad, 6 Knoten. Willkommen in Burg Feuerstein. Erstmal die Karre aus. Erstmal stöhnen, wie immer. Ein bisschen spannend am Ende, weil die Wolkendecke so niedrig war. Aber so ist das halt im Herbst. Fucking Herbst. Naja, jetzt packe ich erstmal hin und dann warte ich auf Fritz. Den habe ich schon am Funk gehört. Angekommen in Burg Feuerstein. Hi! Und da habt ihr auch ein Loch vom Dienst gefunden. So, kaum ist man hier gelandet, kommt die Privatpiloten-Lounge mit dem Johann. Hi! Moin Klaus, grüß dich. Längere Zeit nicht gesehen. Das stimmt, schon lange. Aber du hast ja... Ja, ihn muss ich ja andauernd sehen. Morgen! Morgen, Junge! Na, wie geht's dir? Gut. Du müsstest noch ein Stück zurück. Ja. Machen wir gleich. Soll ich euch helfen oder schafft ihr das? Das schaffen wir. Schaffen wir. Ich wusste bloß nicht, welche Maschine ihr habt, welchen Seelentöter heute. Nee, das ist jetzt, also ja? zu Austin oder zu San Marcos ist das hier gerade. Das ist Mercedes-Benz. Ich muss gleich mal reingucken. Genau. Ja, die sehen aber alle gut aus. Bis auf die Funk-Sachen, die sind jetzt nicht die modernsten, aber eigentlich okay, ne? Ja. Man weiß, was man hat, ne? Sie ist tippitoppi in Schuss. Ich hock schon wieder bei JMB und schnorr mich hier durch. Immer dasselbe.
macht ihr denn? Wo wart ihr denn gerade? Ihr wart in der Luft, ich habe euren Start gesehen. Ja, wir sind einmal rausgeflogen, sind einmal von Nord nach Süd. Ja. Von Süd nach Nord sind wir einmal über den Platz drüber geflogen, dass wir also den Platz hier auf der rechten Seite hatten. War die Basis denn jetzt wenigstens höher? Die Basis ja, ist jetzt schon hoch, das sind jetzt so knappen 3,5, 3,7. Ja, das ist ja gut, da ist ja halt über Platzrundhöhe auch. Genau, und dann sind wir hier schön einmal drüber gegangen, haben das ganze Event einmal von oben gefilmt, dass man dann vielleicht mal noch ein bisschen reingucken kann. Und ja, dann haben wir uns dann wieder versucht, in die Platzrunde einzuarbeiten. Das war echt, musste also viel rausgucken. Ne? Ja, schön, dass ihr wieder unten seid. Ja. Dann können wir jetzt mal langsam zu den Hopfenkaltschalen. Ja, genau. Nein, wie war das? Biertee, das hast du noch in Dings, das hat irgendeiner unter dem Kommentar auch geschrieben. In Tschechien. Ja, da hast du. Nee, irgendwas ging es um Tee. Und tschechischen dann, Tee. Tschechischen Tee. Tschechischen Tee. Wir trinken jetzt gleich einen tschechischen Tee. Ja, okay. Also genau. Ein paar schöne Eindrücke haben wir schon. Ist doch viel los, aber das ja. Erst jetzt, weil wir sind ja vor mit dem Wetter noch gelandet und jetzt hat es aufgemacht und ich glaube, man kann jetzt echt gut anfliegen hier auch, ne, wenn man von weiter weg kommt. Ja. So, das ist ganz was Besonderes, das lassen wir uns nachher erklären. Da ist die Isa nämlich mitgekommen heute. Viel Spaß! Da wollte mich der Fritz zu überreden, dass wir in diese Dinger reingehen und uns durch die Gegend rollen lassen. Nee, mach ich nicht. Das ganze Fliegerchen war irgendwie gruselig und dann haben wir ihn ja einmal angemacht und kam mit dem NAV nicht zurecht und mit dem COM. Also wir müssen ihn irgendwie, müssen wir Houston Center verpasst haben, weil wir auf einer Maintenance-Frequenz waren. Eigentlich ganz gut geschlafen. Einmal wach gewesen, sonst durchgepennt. Ja. Ach, ich brauche Kaffee. Thank you.
Was für schöne Maschinen, schöne alte Maschinen. Eine Jack. Die letzte kann ich mir nicht merken, was es ist. Ich bin nicht so in der Eco-Klasse drin. Auf jeden Fall super organisiert. Ganz toll fürs erste Mal. Komme ich gerne wieder. Sollte etabliert werden, finde ich. Gestern Abend schön lange noch draußen gewesen, war noch einigermaßen erträglich mit der Kälte im Zelt geschlafen. Ja, und jetzt mache ich mal langsam den Flieger fertig. Und so in einer Stunde geht's zurück. Wissen wir, der Johann lässt hier noch ein bisschen Luft rein. Die Golflima rollt dann nach der Robert auf und würde dann starten, wenn sie die Bahn verlassen hat. Charlie verlässt auch die Platzrunde. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 7-2, zwei Personen, VFR von Echo Delta Quebec Echo nach Echo Delta Golf Sierra in 3300 Fuß. Oh, schöner Start. Gute Geschwindigkeit am Ende gehabt. Und wir fliegen jetzt nach Siegerland zusammen, weil ich doch noch ein bisschen nachtanken will. Delta Mike Zulu Echo Charlie, guten Tag. Mike Zulu Echo Charlie, jetzt schönen guten Tag, Siegerland. Eine Zulu 602 von Burg Feuerstein zur Landung auf der 1-3 mit der Frage, ob die Tankstelle offen ist. Mike Zulu Echo Charlie, jawohl, zur 1-3, 1029 und die Tankstelle ist geöffnet. 1029, 1-3, werde den rechten Gegenanflug melden. Ich habe jetzt noch 23 Liter, das würde bis zu Hause reichen, aber das wäre dann nicht wirklich eine halbe Stunde Sicherheitsmarge. Das mache ich nicht, da tange ich nach. Siegerland Info, die Delta Echo Golf Golf Lima, eine Cessna 172, zwei Personen aus Echo Delta Quebec Echo. Oh, das ist völlig korrekt, alles gut. Dann kommt mal ran. Delta Echo Charlie, jetzt im rechten Gegenanflug zur 1-3. Echo Charlie dreht in den Endanflug. Jawohl, Echo Charlie, der Wind 020 mit zwei Knötchen. Knötchen. Echo Charlie von der Bahn. Jawohl, geht ihr nachher zurück dahin nach Burg Feuerstein? Negativ, ich gehe nach Fettweiß im Rheinland. Würde jetzt erstmal zur Tanke rollen. Ach, komm mal zur Tanke. Ihr kennt euch aus? Nicht so ganz. Tanken war ich ja noch nie. Der ist auf der linken Seite. Guck mal, geht's hinter den Motorsegler und die Jungs kommen raus und helfen euch beim Tanken. Und nochmal Echo Charlie, hast du eine Kennung von dem Platz, wo du hingehst gleich? Nein, das ist ein UL-Platz, Fettweiß bei Düren, direkt an der Kontrollzone Nörvenich. Ich gebe den als 4xZ ein, alles klar. Bis gleich. Kommen Sie mal durch hier, bitte. So, pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Boom. 35 Liter? Ja. Also Hälfte? Ja. Tagsüber am Popo packen. Gleiche. Also habt ihr noch 70 Liter.
hat sich der Fritzgarde verabschiedet. Start war okay, Mikro war nicht an, egal, meld mich gleich bei der Landung. Ja, kleines Fazit, wie immer am Ende vom Flug. Ein schönes Wochenende. Burg Feuerstein als Ausrichter und der Bayerische Luftsportverband, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, Luftsportverband Bayern oder Luftverband Bayern, ich blende es euch ein, haben das als Ausrichter gemacht und das war super gut fürs erste Mal. Sehr schönes Fly-In. Vielleicht sagt der Philipp uns noch, wie viele Flüge oder wie viele Maschinen da waren. Es waren auf jeden Fall eine Menge von Piloten da. Man konnte echt gut zelten. Ich habe doch ein paar Stunden vernünftig gepennt. Fritz wieder getroffen, Johann wieder getroffen. Also da komme ich nächstes Jahr gerne wieder hin. Hat Spaß gemacht bei euch. Super. Kleine Landung jetzt noch am Schluss. Hoffentlich haben wir noch ein paar schöne Tage. Vielleicht nächstes Wochenende was Verrücktes wieder machen. Oder nächstes Wochenende mal zu den Inseln hoch. Wer weiß. Ich blende euch noch ein bisschen die Landung ein, ein bisschen Musik, aber sonst bleibt mir treu. Tschö. So, da muss ich nochmal durchstarten. But you can always go around. So ist es. War ich zu hoch? Egal, durchstarten. Zweite Landung war besser. Schön.